Hallo und herzlich willkommen bei der Handelweg. Wir gucken mal in die Demo-Version rein von dem Spiel. Und ich sehe gerade, dass das Sound viel zu. Danke. So. Gerade mal schauen, wann kommt das Spiel denn eigentlich raus? Das Spiel kommt. Shopseite. Also erst in der ersten Jahreshälfte kommt es raus. Wir gucken mal, was es kann und was es so drauf hat. Hallo Ron, hört man mich denn gut? Ja, nein, vielleicht? Die Grafiken finde ich schon mal schön gezeichnet. Also wie die Untoten hier rechts und links dargestellt werden, finde ich sehr schön gezeichnet. Soll ich die Musik noch etwas leiser machen oder bin ich im Vergleich zu der Musik zu leise? Ich kann ansonsten auch das Mikrofon noch ein bisschen näher holen. Dann sollte es besser sein. Was, die Glyphen? The Glyphs are still burning in front of my eyes. Also die Glyphen brennen. Ich meine, brennen mir vor Augen. Was habe ich gezaubert? Wer bin ich? Warum tut es so weh? Okay, das war der erste Schritt in eine strahlende Zukunft. Try make another one. Versuch eine andere. So, mit R kann ich beleben. Mit linker Maustaste schieße ich. Okay. Ah, mit Rechtsklick kann ich sie also befehligen, wo sie hin soll. Ich kann sogar Tiere wiederbeleben. Ist das cool. Hier ist ein Totenschrein. Mehr Untote. Giants Unholy. Jetzt habe ich einen Unholy.
Heilt der meine Leute? HP-Balken. Magic at its best. Okay. Attacke! It is good to be smart and complete control, isn't it? Also es ist gut, schlau und die komplette Kontrolle zu haben. Ja, so viel Tod. Erhebt euch, Diener. Let the blood rain. Sterbt. Sterbt, ihr Maden. Also wirklich den Sinn vom Angreifen haben sie noch nicht verstanden, oder? Los, tötet sie alle.
Ich erinnere mich an diesen Ort, es war mein Titel. Können über meine Einheiten einfach drüber schießen. Also irgendwie überzeugt mich die Untotensteuerung noch nicht. Okay, das sind die Spells hier, die ich schon freigeschaltet habe. Ja, auf zur nächsten Runde.
So, einmal Untoten wiederbeleben. Und auf zum zweiten Run. So. Hier haben wir ein Trüchen. Was hat man hier für eine Truhe? Komm ich in das Haus rein? Nein. Ich muss echt aufpassen auf diese Feuerpfeile. Let the blood rain. Da kommt mir so einer. Los, tötet sie, meine Untoten wieder. Was hat ihr denn? Diese roten Boppel hier, die dann jetzt für mich kämpfen oder was? Das ist ja cool. Tadam. Ha!
Der macht massiven Schaden, der Kollege. Alle tot. Heilen die sich jetzt? Nee, ist ein Damage Reduce. Okay. Schon wieder nie aufgepasst. Schade. Kann ich irgendwas für das Geld kaufen? Ich glaube nicht. Ah, okay. In der Demo haben wir jetzt schon alles unlocked. Wir können halt jetzt gucken, wie weit wir kommen. Okay. Na dann starten wir nochmal einen Run. Clear me a path.
stop them. Ja, die Armee wächst schon wieder. Let the blood rain. Ow. Heilst du mich eigentlich auch? Nö. Aber was machst du eigentlich? Er hat doch ein Erste-Hilfe-Symbol, ein Sunny-Symbol. Heilt er die Leute jetzt oder nicht? Unliving carnage. Zack. Thank you.
Aber hier kann ich Sachen kaufen. Jetzt gibt es auch Händler in dem Game. Sehr interessant. Zack, und schon habe ich genug Geld. Und kann mir beim Händler was kaufen. Wir nehmen den Life Park. 80, 30, 90. Fetch your future brother.
Bleib weg! Bleib doch weg! Ich hab keine Zauber! Danke! Doch. Uff. Let the blood rain. No. Wenn da bitte mal nicht so viele kommen, ich krieg das sonst nicht gehandelt. Kann die Hühnchen töten. Weg. Gib mir den Life Container. Stirb, du blödes Riesenbaby! Get him.
Okay. Ja. Hallo Gina, grüß dich. Ja, was sagt man zu dem netten Spielchen? Also, ich bin gespannt, wann es dieses Jahr rauskommt. Es soll im ersten, in der ersten Hälfte des Jahres rauskommen. Ich würde mir wünschen, eine deutsche Übersetzung für das Spiel. Weil ich leider nicht der englischen Sprache sehr mächtig bin. Ansonsten von der Spielmechanik her finde ich es recht cool. Dass du Untoten wiederbeleben kannst, dass du verschiedene Spells hast und auch vieles mehr, was ja noch freigeschaltet wird im Laufe des Spiels. Hier unten geht es sogar noch weiter. Also es ist schon einiges, was du bekommst. Und hier drüben auch. Ich sag mal, ich bin gespannt, was da auf uns zukommt bei diesem Spiel. Und verabschiede mich dann erstmal für dieses Spiel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.